Ich nehme euch mit zu meinem Lieblingsplatz in meinem, ja, nicht unbedingt Lieblingswald, aber der Wald, der hier am nächsten ist. Und es ist eigentlich ein Forst, ja. Aber dafür, dass es ein Forst ist, der nicht weit von München weg ist, ist es hier schön ruhig. Und ich fahre abends dann manchmal einfach hierher, das sind ungefähr 10 Kilometer. Und stelle mein Rad da hinten ab. Und dieser Weg, der hier reingeht, das ist so ein Weg, den geht eigentlich niemand. Das ist ein Reitweg. Und dann ziehe ich meine Schuhe aus, weil ich immer noch nicht barfuß Fahrrad fahre. Und mache hier einen kleinen Spaziergang. Also ich mache das jetzt nicht immer gleich, ja. Ich wollte euch mal den Platz zeigen, weil hinter der nächsten Ecke verändert sich dann der Wald wieder so. Und dann wird das so eine freie Fläche, so steppenmäßig mit einem Sandweg und so. Ja, hin und wieder hört man auch Leute, die einfach rumschreien müssen. In dem Wald war ich letztens vor 2, 3 Wochen, glaube ich, war das, mit einem Freund nachts, so um Mitternacht rum, bei fast Vollmond. Das war ein ziemlich cooles Erlebnis, das kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und wenn ihr euch fragt, warum sollte ich sowas tun, dann fragt euch lieber, warum sollte ich sowas nicht tun. Und geht mal davon aus, dass vielleicht eine neue Erfahrung auf einer anderen Ebene irgendwas bringen könnte. Wir vermeiden das immer, wir vermeiden alles, was uns unangenehm erscheint. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Komfortzone zu tun, sondern das geht noch tiefer, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn es darum geht, dass wir Dinge tun, die uns Angst machen, weil wir dann die Angst vermeiden. Und die Angst zu vermeiden, ist das, was wir ständig machen, das, was die ganze Welt ständig macht, das, was die Triebfeder ist von unserem Haupthandeln, aber was nicht sonderlich sinnvoll ist. Und zwar ganz speziell hier jetzt diese Stelle. Das so halb offen ist, hier ist noch der Wald und die Grillen zirpen aus diesem hohen Gras. Das letzte Mal stand ich hier, war es ein bisschen windiger und hatte das Gefühl, dass ich jetzt ganz klar die Botschaft krieg. Da war was. Da ist ein Hirsch oder so. dass ich ganz klar die Botschaft kriege, dass ich hierher gehöre. Und dann schaue ich davor und dann kommt gerade ein Fuchs aus dem Gras und schaut mich an und verschwindet gleich wieder auf der anderen Seite. Das ist übrigens ist so ein eingezäuntes Gebiet. Das heißt, hier gibt's Wildschweine, die rumlaufen und Hirsche und Rehe und alles. Und wenn wir Glück haben, sehen wir vielleicht noch ein paar Schweine. Und hier diese Wege, die sind manchmal sind sie so kiesig. Letztes Jahr waren sie auch teilweise sehr sandig. Und letztes Jahr gab es hier auf jeden Fall Ödlandschrecken. Dieses Jahr habe ich noch keine gesehen. Ich glaube, die sind weggegangen. Hier schöner, warmer, sandiger Boden.
Seid ihr jetzt immer noch nicht barfuß über so einen Boden gelaufen, oder was? Das Lieblingsinsekt aller Insektenforscher, die Honigbiene. Und hier ist irgend so eine Fliege. Ja, mein Objektiv ist leider nicht so geeignet für Insekten. Ich hatte mir ein neues geholt, aber das war sehr teuer und dafür war es mir auch nicht gut genug. Aber auf meiner Liste steht ein Makroobjektiv von Sony. Das gibt's bald. Vielleicht diesen Herbst noch, vielleicht auch erst nächsten Frühling, ich weiß noch nicht genau. Soll ich euch noch irgendeine Weisheit erzählen? Ich glaube, ich weiß gerade gar keine. Beziehungsweise weiß ich überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Parallel läuft dieser Hauptweg und da fahren alle und gehen alle. Und hier ist nie irgendjemand. Das ist so cool. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier bin, das ist mein Ort, mein Platz. Ganz selten kommt hier mal jemand vorbei. Oh, schaut her. Ich weiß gerade nicht, was genau was das war. War das eine Ringelnatter oder eine Kreuzotter? Schade, die wollte sich jetzt nicht filmen lassen, aber gut, dass ich schon anhatte. Die Kamera sagt mir übrigens, dass sie zu heiß wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch ziemlich am Schwitzen. Es ist echt schweineheiß heute. Ich glaube, ich muss bald aufhören hier. Ja, die Kamera hat sich gerade ausgeschaltet, weil sie zu heiß ist. Das ist das erste Mal passiert, dass sie sich zum Kühlen abschaltet. Ich laufe jetzt wieder in die andere Richtung. Ich habe mich jetzt mal kurz hier in den Schatten gesetzt. Und hier sitze ich normalerweise immer und meditiere eine Runde. Aber ich habe hier gerade schon eine Schrecke gesehen, die ein bisschen weiter geflogen ist. Also vielleicht sind die Ödis doch zurück. Seht ihr diese kleinen Wanzen, die da sind? Hier. Hoppsala. Also der Kamera wird es langsam ein bisschen zu warm. Die schaltet sich immer wieder ab. Dann werde ich das Video jetzt hier beenden. Aber eine kleine Weisheit habe ich doch noch zum Schluss. Habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr euch einfach an so eine Stelle, wo auch wirklich viel los ist, hingesetzt habt und einfach nur mal drauf geachtet habt? Wie viel wirklich los ist, wie viel Leben überall um euch herum ist. Als Stadtkinder denken wir immer, da sind ein paar Ameisen und ein paar Käfer. Aber man sieht nicht, dass es so viel mehr ist, dass das mit der Aufmerksamkeit einfach mehr wird. Wenn man sich auf einen kleinen Quadratzentimeter hier konzentriert, dann fällt einem auf, dass überall Leben ist. Überall krabbelt irgendwas, überall fliegt irgendwas. Je mehr Sonne natürlich noch da ist, desto mehr. Ich saß jetzt hier 10 Minuten und habe einfach nur geguckt und habe so viele unterschiedliche Insekten gesehen. Ohne den Wunsch, sie jetzt alle zu fotografieren oder zu katalogisieren. Alleine auf diesem Holzstamm hier sind 10 verschiedene Käfer langgelaufen. Ja,
Aber das muss man natürlich mögen, glaube ich, oder man muss da wirklich was dran finden, oder ich weiß auch nicht. Ich kann mich in diese kleinen Welten einfach so reinversetzen. Also ich kann es nur empfehlen, das mal zu machen. Es gibt auch sehr viel Ruhe und ich glaube, dass da mehr passiert in einem, wenn man sich diese Ruhe mal hingibt. Setzt euch doch einfach mal in den Wald, in so ein Gras, so ein Grasweg hier und hört mal zu und schaut mal hin, was es noch alles so gibt, was ihr gar nicht seht.